Moin, Last Epoch Tag 2 geht an den Start. Ich wünsche viel Spaß. Action. Legen wir mal los, komplett offline spielen. Na klar. Action. Immer noch Version 1. Level 27. LOL. Betreten. Na klar. Wow, das ging aber schnell hier. Sound ist noch bei 60%. Das passt vom Spiel her. Müsste hinhauen. Okay, Inventar müssen wir, glaube ich, alles verkaufen. Leute, kurz die Materialien hinzufügen. Das ist, glaube ich, nichts Gescheites hier. Das ist, glaube ich, nichts Gescheites hier für mich. Ausweichintelligenz. Ja, Intelligenz. Was braucht Intelligenz hier? Erhöhten Bla, kann ich. Werde ich alles verkaufen. Stimmt, wir haben zuletzt die Sidequests alle gemacht. Wir haben die Sidequests alle gemacht und jetzt geht's direkt weiter in der Story, weil wir haben sonst nichts anderes mehr. Story Mori. Take care. Noch ein paar Level machen, dann kann ich hier wieder eine Waffe gamblen. Und zwar, genau, wir sind jetzt am Ende der Zeit. Ich weiß gar nicht, ob wir da schon so oft waren. Wo müssen wir denn da hin? Ne, Quest ist hier, sagte mir. Quest ist hier. Oh gut, dann gehen wir da hin. Und da müssen wir uns hier durchkämpfen. Keine Ahnung, wo wir am Ende der Zeit sind. So, wieder mit Maustastatur und Steuerung zurechtkommen. Das wird mir noch irgendwann zum Verhängnis, aber kriegen wir schon hin. So, gelevelt haben wir, glaube ich, auch alles. 10, 10, 10. Ja, wird schon hinhauen. Okay, bis jetzt macht das Spiel einen sehr guten Eindruck. Gefällt mir bis jetzt besser als jedes diabolische Spiel, was ich gespielt habe. So ein Ding. Okay, warum ist der Chat hier an? Also, wie geht das alles nochmal? Den Golem holen. Den haben wir ja bald nicht mehr. Buffen und dann eine rechte Maustaste. Okay. Also, kann man W auch noch machen. Wir schon der Sensenmann sind. Ich habe auf jeden Fall Bock, auch noch andere Specs auszuprobieren. Weil wir werden ja das jetzt immer so spielen bis zum Endgame. Ist das schon so die Skillung? Immer der Sensenmann, immer hinblinzeln. Nur der Golem fällt halt weg, weil der ist nicht bei dem Bild dabei. Ist der nicht gedottet? Achso, deswegen. Ja, nicht gedottet, kaum Schaden. So, und wir müssen schauen, dass wir vielleicht doch noch ein paar mehr Sachen mitnehmen. Weil der Loot-Filter ist drin für das Endgame. Der Loot ist drin fürs Endgame und dann können wir nichts looten bis dahin anscheinend. Mal schöner Sensenmann. Zack. Bin echt gespannt, ob ich es nicht bereuen werde, hier Range zu nehmen. Range Hexen, Range Akolyt oder wie das Ding hier heißt. Yo! Komm halt noch mehr. Am Anfang fand ich's echt angenehm. Ich hatte gestern mehrfach einen Satz gedroppt, hey, das ist ganz nice. Das ist nicht so wie Diablo, dass 3 Millionen Gegner kommen und dann auf einmal kamen die. Oh, da ist ein Bärchen. 2 Bärchen, okay. Jawohl! Haben wir schon ein Level up heute. Zack, sehr geil. Sollen wir gleich schauen, was wir skillen?
Kann ich mich noch erinnern? Hier irgendwas. Scheiße. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich muss mal kurz schauen. Ja. Fünfmal das hier. Achso, wir müssen... deswegen habe ich es nicht erkannt. Wir müssen jetzt zur Lich hin. I. I. Ich habe keine Ahnung, welche Taste hier. Da. Der Punkt Nummer 11 müsste, glaube ich, hier sein. Weil Angriffsgeschwindigkeit ist Main. Angriffsgeschwindigkeit auf 3. Ja. Let's go. Naja, wir sind die ersten paar Stunden ohne Guide zurechtgekommen. Und dann bin ich nach dem Guide nach. Weil ich mich dann entscheiden musste für Mastery und so. Und meine zwei Lieblingsspells sind zum Glück dabei. Der Fluch hier und die Sense. Die habe ich gleich ins Herz geschlossen. Und dann habe ich halt so ein Skill gesucht mit diesen Spells. Und das war halt der Lich, der Lich King. Ich wollte eigentlich Hexenmeister werden, aber das habe ich nicht für das entschieden, da die Spells ja dabei sind. Weiter, weiter Weg. Mein Ding wird ablaufen, oder? Ja, na klar. Ist alles gedottet hier. Ich denke mal, der Golem ist ein Gegner. Aber das ist ja einer von meinen. Boah, was hält denn der aus, Alter? Langsam halten manche Gegner immer mehr aus. Das mit der Rüstung wird halt wild. Nicht so geil in Range setzen zu können, den Fluch. Das habe ich die ersten paar Stunden gar nicht gecheckt, dass der auch in Range geht. So. Hey, geil, ich darf sogar was aufsammeln. Imagine. Oh, das sind ja noch Gegner. Ich sammle hier auf. Bin ich irgendwie verflucht oder was? Es geht jetzt rechts hoch und links runter, oder? Komm, 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 nicht ablaufen. Nee, nicht ablaufen, nicht ablaufen. Sind genug Gegner hier. Immer schön hauen. Oh, okay. Wie viel kommen denn da jetzt nach? Muss man gleich schon mal einen Schluck trinken. Mein Mund ist immer so trocken hier. Ich hab kaum Speichel im Mund. Seit meiner Challenge, die ich hier mache. Total ausgetrocknet hier. Cheers. Immer schön be water, my friend. So, okay. Oh, dann geht's weiter. Ich weiß gar nicht, doch, das ist schon richtig. Was ist denn mit denen hier? Hier lohnt sich das Kloppen noch mit dem Level. Bin mir gar nicht sicher, was Max-Level ist. Ich glaube sogar 70 oder so. Aber irgendwo habe ich was gelesen. Mal schauen, wie lange wir dafür brauchen. Hängt gar nicht so sehr von mir ab. Hängt davon von meinem Körper ab, wann der schlapp macht. Der gibt immer vor. Ob wir eine Stunde machen, zwei Stündchen oder mehr oder weniger. Mal schauen. Jetzt müssen wir wieder nach oben, aber jetzt geht wieder nach unten. Das ist immer so verwirrend. Manchmal krasse Labyrinthe hier, ey. Jo, wie viele noch? Oh oh. Ich bin mittendrin. Aber die sind ja klein, die Skelette. Aber die Viecher sind wild. Erstmal hier so dashen hier. Ich würde gerne meine HP sehen. Hey, das ist sogar was für mich, oder? Nee. Ich würde gerne meine HP hier oben sehen. Denn es gibt ja zwei. Quasi zwei HP-Leisten bei mir.
einmal diese Gestalt. Ja. Okay, da müssten sie auch noch was machen, dass man einen Knopf drücken muss. Momentan ist es so, auch wenn man durch ein Portal durchlaufen muss, man kann einfach dagegen laufen und kommt da rein. So, nach oben. Ich habe so Schiss, dass irgendein Boss kommt, wo ich dann so akkurat, also sehr, sehr präzise drumherum laufen muss. Und ich bin ja so ein totaler Anfänger mit diesem Steuerungssystem. Dieses Click to Move ist halt für mich genauso ein Fremdkörper wie in meinem Auge das Fremdkörpergefühl ist seit 2 Wochen. Was ist denn hier? Was ist das? Okay, geht's hier nicht lang? Nee. Ich muss halt nach oben. Immer noch. Nee, jetzt geht's hier noch weiter. Boah, bitte, ich muss nach oben. Jetzt geht's immer noch weiter. Jetzt geht's dann nach... Nee, ich muss nach oben, Alter. Ich muss nur mal schauen, ob es oben irgendwie weitergeht. Ich finde ja das gut, das Hin- und Herlaufen. Ist ja nett, das Hin- und Herlaufen, aber manchmal würde ich auch gerne einfach dahin gehen, wo das Ziel ist. So, nehmen wir mit. Lassen wir den. Mal schauen, wo geht's hier denn hin? Es muss. Ah, hier ist eine Brücke. Oder? Meistens sieht das doch so aus, oder so. Ist das ein Tor? Hier muss es ja nach oben gehen. Ah, okay, das ist doch keine Brücke. So, weiter geht's. Zack. Oh, ja. Hier geht's lang. Oha, Alter. The fuck? Hier ist so ein Viech. Boah, das ist so heftig. Wenn so... Oh, dieser Spell, der ist Endgegner. Der hat mich schon so geone-shottet. Dann darfst du halt ja nicht vor ihm stehen. Boah, weg. Ich könnte ja auch blinzeln. Nächstes Mal, wenn ich das mache, einfach hinter ihm blinzeln. Sollte ich nochmal verpissen. Zum Glück habe ich 2 Blinzler. Boah, aber die sind hart, die sind böse. Ich hasse die Viecher. Normalerweise kommen die doch aus so einer Kugel raus. Okay. Ich glaube, jetzt sind wir im richtigen Gebiet. Jo. Wieder eine Stadt oder was hier? Nee, einfach nur so. Okay, explodieren die einfach. Ich gehe jetzt einfach mal spazieren hier. Achso, die Fähigkeit ist gerade abgelaufen. Ich dachte mir schon, hey, wieso ist sie nur so kurz? Oh, was ist das? Oh, mein. Oh, noch 2 so Spucker. Oh, 2 so Laserviecher, ey. Leckt mich am Arsch. Boah, die sind so hart. Ich sammle trotzdem, wenn es nicht meins ist. Wie die HP sinkt. Boah, okay, die Gegner werden echt immer stärker jetzt. Oh, 1-1-1-1-1-1-1-1-1. Too late. Apologize. Too late. Boah. Da waren jetzt Viecher dabei. Erster Tod heute. Was waren die nicht? Das waren irgendwelche Ritter oder was? Ich habe das gar nicht so richtig gesehen. Stehst da zwischen 20 Mobs und auf einmal verlierst du voll die HP. Spam die Taste 1, aber hilft nichts. Die da.
solche Ritter irgendwie. Weiß auch nicht. Oder waren das diese Pfeilfutzis hier? Noch so ein Pfeilviecher. Oh. Komm schnell eins. Oh, wow, 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 wow. Diese Explosion. Ach, schon mal. Wow. Okay, okay, okay. Das ist jetzt wild. Ach du Scheiße. Okay, diese Laserfutzis und hinten haben mich die Skelette erwischt. Okay. Ich wusste ja, wenn wir nichts aufsammeln, dass wir irgendwann ans Limit kommen. Aber das geht noch. Wenn ich diesem... Wenn ich diesen Spuckviecher da entkomme. Boah, schau dir mal die Skelette an, was für Damage die auf einmal machen. Die machen ja Schaden jetzt. Vielleicht bin ich hier noch zu underleveled hier in dem Gebiet. Wie viele hier sind. Und dann noch so solche extra Viecher hier, diese Wichser, diese großen. Die da. Oha, okay, 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 geschafft. Schaut was mit dem. Ich muss mir vielleicht Inventar an der Taste links wissen, weit. Ist das mittlere Maustaste? Nee, oder? Ich glaube, mittlere Maustaste ist nichts. Wenn das geht, kann ich es mir umlegen oder so. Bei I ist, halt, ist mir einfach zu weit. I ist mir einfach zu weit. Passt nicht ins Inventar. Erstmal die Dinger rein, sortieren. Das ist irgendeine Götze. Nichts, was stärker ist als mein Ding. Nee, oder? So. So, musst du mal einen Schluck nehmen hier. Immer noch total trockenen Mund, das hört irgendwie nicht auf. It never stops. Nee. Sieht, nee, ist nichts, was ich brauchen kann. Oh, guck mal. Zwei Handäxte, 42 Nahkampfschaden. Meins macht 40. 48% erhöhter Diener-Schaden. Das ist noch gut. Noch habe ich den Diener. Das andere ist Chance auf Rüstung bei Nahkampf zu treffen. Erhöht Crit. Diener-Schaden erhöht die Chance auf Betäubung. Nahkampf. Physischer Schaden erhöht. Nimm ich einfach. Komm. Switching. Seht ihr, das Ding hätten wir gar nicht bekommen mit dem Filter. Okay. Ich sag nur eins. Wilde Gegend hier. Was haben wir? Ich weiß nicht genau, was es ist. Wow, 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 weg. Wer macht diesen Regen? Wer macht diesen... Wow, what the fuck, Alter. Der dachte, das ist eine kleine Elite. Das hat das Spiel auch sehr gerne. 1000 verschiedene Sachen auf dem Boden. Scheiße. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Gleich kann ich wieder. Jetzt. Heiltränke sind hier. Da kann ich mich gegenheilen gegen das Ding. Okay. Hab ich. Musste nur mal kurz kiten, hey. Weißt du, es war ja Katastrophe hier. Okay. Immer schön seine Gestalt zu verlängern mit den Heiltränken. Beste. Lieber die Energie zu verlieren in grün anstatt in rot. Achso, ich muss da gar nicht lang. Oh, lol. Ich musste nach unten rechts. Gar nicht gesehen. Vor lauter Action hier. Ich kann trotzdem hier schauen, was es hier noch gibt. Yo, dann auf einmal wieder. Ey, Alter. Die sind krass hier.
kann doch nicht jedes Mal meine Gestalt nehmen für 1-2 Fuzzis hier. Keeksdosi schreibt, okay. Keeksdosi schreibt. Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt hier. Bestimmt nur Blödsinn hier. Wie immer. Oh, wieder so ein Special-Wichser hier. Das ist sogar noch drin, so eine Bubble, weißt? Chat, only commentary auf eine neue Epoche, okay. Lasst uns eine neue Epoche starten. Hoffen wir nicht, dass es die letzte ist. Das ist meine Antwort. Boah, ich bin gerade in so einer Gegend, wo mich fast alles one-shottet hier. Also ist krass. Ich hab ja so einen schönen Endgame-Filter. Und durch diesen Endgame-Filter darf ich ja nichts looten. Außer die Endgame-Rüstung. Und dann geht mir so viel verloren. Ich hab jetzt schon 2 Level gemacht in dieser Gegend hier. Aber immer noch geil und ich habe richtig Bock. Also theoretisch würde ich halt allein mit dem Char schon alle Specs spielen wollen, also alle Masteries. Das ist ja schon wild. Und dann noch mit anderen hier. Also bis jetzt macht es noch Gaudi. Ding ist halt nur, ich habe jetzt halt schon meine mehr oder weniger Endskillung, außer ein Spell ist noch anders, der Golem ist nicht da. Und ich werde jetzt mein Leben lang mit dem Charakter immer das gleiche machen. Nie wieder was anderes. Immer den Fluch irgendwo hinsetzen und die Sense. Und meine Schnittergestalt. Das war's. Also, ich habe ja schon, außer ein Spell, habe ich die Endgame-Spells. Mal schauen, wie lange das spannend bleibt. Mal schauen, wie lange das spannend bleibt hier. Zack, auf 5 hoch. Gut. So, hier. Wo waren wir denn hier? Auf Sense hatten wir 2. Hier. Sense sind 4. Und was haben wir noch? Sense selbst. Hier müssten 5 sein. Mit mehr Damage. Theoretisch müsste bei der Sense selbst hier 5 sein. Ja, hier 5. Zack. Noch mehr Schaden. Aber jetzt geht es mir eher ums Aushalten. Schaden geht ja eigentlich. Okay, guck mal. Ui. Ich muss nach unten. Hä, ich muss dann irgendwie nach unten kommen. Achso, ich habe noch eine tolle Person eingeladen hier zu unserer Bar. Mal schauen, ob sie den Weg hierher findet. Die letzte Person, die ich eingeladen hatte, die hat den Weg nicht gefunden. Die war bis heute nicht da und hat nichts geschrieben. Wenn ich geschimpft wurde, dass ich mich nicht melde, aber ja, ist halt nur mal so, wenn du 4 Monate lang kaputt bist, halb tot, dann geht das nicht. Müsste bald angekommen sein hier. So, der Weg zu dir war wild. Oh mein Gott. Oh, jetzt aber kommt wieder so ein... Jetzt hat er sogar solche Skelette um sich herum. Das ist wieder Melee-freundlicher Boss. So geht mit der Gestalt geht's ja. Komm, go, 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 go. Boah, Glück gehabt. Zauberschaden, Gesundheit, ich habe Ausweichwertung, Widerstand.
Level 27, Level 25. Ich habe halt keine Ahnung. Ich gamble mir eher die Sachen. Ich bin eher so ein Gambler hier in dem Spiel geworden. Yes? Tut mir leid. Wie kann ich Ihnen helfen? Aufgabe, bla blub. Jawohl. Schön, 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 schön. Ich würde gleich mal finde die Verstoßenen im angestiegenen See. Angestiegen, oder? Nicht. Ich habe erstmal Angst gelesen. Okay, hier sind keine Viecher. Kann ich dann kurz Portal nutzen? Nicht, dass der Typ wieder auftaucht. Dass der Typ wieder auftaucht. Okay. So, wo ist denn die Götze-Mötze? Splitter rein, das ist schon sehr geil. Ansonsten glaube ich, kann ich nichts anziehen. Okay. Dass die Spiele ihr Inventar immer so machen müssen, dass es verschiedene Größen hat, ist auch wild. Das ist auch wild hier. Dass man das ja nicht gerade sortieren kann. So, was war das Ding hier? Das hier? Kritische Chance. 20% Crit? Oha. Das ist schon geil. 14.000 kann ich ja kaum gamblen. Ich habe alles vergambelt gestern. So, da geht's lang. Oh, da ist wieder so ein spezieller. Sehe ich da so eine Bubble? Ja, da ist wieder so ein Fuzzi. Ja, direkt so hier. Ich sage, solange ich den Golem noch habe, geht's. Aber nachher, wenn halt alles auf mich geht. Vielleicht ist ja der eine Spell tendenziell. Weil da steht bei der Spielung, wie man spielen soll, steht da, das ist essentiell der Skill. Für das Bild. Oh, ich habe doch W gedrückt. Ach, das ist gerade abgelaufen. Oh mein Gott, ist wieder. Ach, das sind jetzt zwei Elite. Eins. Alter. Ich habe mich doch schon vorhin da hochgekämpft, ne? Jetzt. Komm, die Mother Flower. Jetzt hat. Hey, das sind ja noch mehr Elite hier. Jetzt nutze ich ja voll die Heiltränke, damit ich mich in der Gestalt halte. Das habe ich gestern nicht gemacht. Die droppen ja eh sofort wieder. Hier. Komm, habe ich einen genutzt, droppen sie wieder. Und das Lustige ist, wenn ich Heiltrank nutze, anscheinend tauchen so zwei Skelette auf, die dann für mich kämpfen. That's wild. So. Und weg sind sie. Okay, weiter geht's. Genau den Weg haben wir uns vorher schon freigekämpft, dann sind sie wieder da. Frech. Aber wir sind. Jetzt können wir durch die Tür durch. Weiter geht's. Zur nächsten Ebene. Ist schon interessant gemacht mit diesen Ebenen. Oh, falsche Taste. Ich wollte ein. Oh, was ist denn das jetzt? Ein Dock oder was? Oh mein Gott, was ist das jetzt hier? Hey, nur noch Elite-Gegner irgendwie. Schau mal an. Nur noch Elite-Gegner mit Special-Teilen hier. Yo. Hier ist ein Schrein. Dann schreiben wir mal los. Wir müssen hoch, wa? Die Normalos machen auch so Schaden.
Ich bin ja gespannt, was dieser Main-Spell sein soll, den ich noch kriegen werde. Müssen wir noch ein paar Level machen. Ich glaube auch nicht mehr so viel. Sind wir hier einfach am Friedhof oder was? Oder wieso sind hier so viele Skelette? Achso, Quest abgeschlossen. Verteidige. Okay, das ist irgendeine Sidequest gewesen hier. Achso, dann geht das Tor auf. Oh. What is awaiting me here? What is awaiting me here? Schon mal eine Elite, oder? Und so ein Burr. Noch eine Elite, ey. Da sind es gar keine Elite, doch, oder? Hohes Tempo beschwört Zombies. Beschwört im hohen Tempo Zombies, das finde ich gut. Einer muss es ja machen, ne? Sollen wir gleich rein? Ja, geh mal reinkommen. Gehen wir rein. Wie weit sind wir nicht vom nächsten Level entfernt? Ich muss hier doch das Mic ein bisschen lauter machen. Ich habe es gecapped. Das ist auf 85% gecapped. Das Lautstärke. Kann ich schreien, wie ich will. Bleibt immer gleich laut, der Scheiß. Da ist ein Schrein. Was haben wir hier? Irgendwas Wildes oder was? Oder? Der Burr ist immer noch da. Der Burr ist ja immer noch da hier. Was sind das für Viecher? Sind das so Portale? Die schießen Laser, gell? Hey, solche Wichser. Okay, schon mal vordotten. Das ist geil. Schon mal vordotten. Und nochmal. Aber Initialschaden ist auch nicht wenig. Jetzt von den nach dem porten. Neuen Golem holen. So, dann da lang geht es bestimmt. Ah, da ist noch ein Schrein. Okay, dann geht es hier irgendwie nach oben. Port ready. Ich würde dann sagen, oh, da ist dann ein Save Point, Checkpoint, was auch immer. Keine Ahnung, wie die heißen. Dann geht es nach oben. Oh, da ist eine andere Dimension. Yo, schon wieder. Muss ich. Oder kann ich in der Dimension das machen? Ich glaube, ich muss, ne? Ich glaube, ich muss in der Dimension das machen. Oder, nee, muss nicht. Nee, muss nicht. Nee. Hier ist ein Versammlungsstein. Da können wir andere ranporten. LOL. Gold. Ah, hier. Ich sehe Wimmeln und Toten, bla, werde ich. Das würde mich interessieren, was ich, in welche Welt es da gegangen wäre. Nächster. Nächster, bla, blub, bla, blub, bla, blub, bla, blub, bla, blub. Ja, wird passieren. Ist es hier? Was denn? Was ist das Inventar schon wieder voll? Oha. 38 Nahkampf, 42. Nee, Schädel, nein. Manarek, nein. Amulett, nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Alles verköfen, ja gut.
Jetzt glaube ich safe, dann spawnt doch keiner. Yes. Jo, yes, no. Krieg ich gut Geld, Kohle für das? Geht, oder? Ich will eigentlich hier wieder gamblen mit der Waffe später. Aber warten wir noch ein paar Level. So, dann gehen wir zu dem. Was hat denn das für Geschichte? Ja, natürlich helfe ich dir. Klar, sicher. Ja. Danke für die Hilfe. Jawohl. Was auch immer mir der jetzt gesagt hat, war wichtig. Sehr wichtig. Und wie? Ja. Er muss befreien. Kein Problem. Ich bin. Und wie? Was soll das heißen? Ich habe mir gesagt, er ihm helfen würde. Ich bin bereit. Ja. Okay, sprich mit der verstoßenen Seherin im, Seher, habe ich, tue ich doch. Was will denn die jetzt von mir? Ja. Ich habe doch schon gesprochen mit ihr. Ich bin bereit. Ja, im Dunkeln, fertig. Und jetzt? Ja, also mehr als mit dir sprechen kann ich nicht. So wie mit jedem anderen NPC bis jetzt. Vielleicht, wenn ich alles kaputt mache, dann hört sie mir richtig zu. Ja, geh nicht weiter. Bock. Ist das ein Fehler oder was? Vollständige Epoche. Vielleicht muss ich in eine andere Epoche, oder? Kann es sein, da wo ich vorhin war? Ja, dann ist sie ja bestimmt nicht mehr da. Ja. Gott. Dann haben wir mit dir gesprochen. War schön. Welcome, Traveler. Drei Splitter, Tempel, wissen, verteidigen. Ich muss Alrik finden. Hier, schau mal. Der Junge diesen Ring abgefärbt, sagt mir, wenn du bereit bist. Das können wir das Ritual beginnen. Ich bin bereit. Die alte Frau beginnt mit einem Gesang, der Ring schwebt über ihrer Handfläche. Ich kann beinahe sehen, irgendwo im Dunkeln. Aus der Ferne sind Schreie im Kampfgetümmel zu hören. Sie haben uns entdeckt, erledige sie schnell, während ich das Ritual zu Ende führe. Okay. Gut, ich sehe auch sehr viele. Ich sehe auch sehr viele Schreie hier und irgendwelches Getümmel und so, ja. Wild. Wild, wild. Ja, das ist krass, was hier ist. Ja, also, diese Angreifer, okay, das ist bis jetzt das erste Mal komisch. Jetzt die da sind, das sind wilde hier. Och, die hier, ich hasse die. Natürlich bleib hier drin stehen hier. In der Gestalt schon. Ich muss mir wirklich hier welche erledigen. Und normalerweise dachte ich, dass um sie herum welche spawnen. Man muss sie beschützen, damit sie nicht stirbt, wie es ja normalerweise so ist. Diese Laserwichse, ey. Yo! Ja, Gestalt wechseln wir gleich, die schafft man noch ohne. So, Opfermesser. Schon mehrere von Opfermesser gedroppt. Okay, also ich habe jetzt eigentlich hier ringsherum, glaube ich, aufgeräumt.
wenn das funktionieren sollte. Ist doch nicht schlimm, wir leveln ja bald wieder. Und da zählt jeder Mob. Jetzt müsste mal jemand fragen, der das Spiel schon gespielt hat, ob das so normal ist oder ob das einfach nur ein Fehler ist, ich mal reloggen muss vielleicht. Ich schätze mal, dass wir die gleich alle nochmal bekämpfen müssen, dass wir da lang müssen. Aber macht ja nichts. XP ist XP. Vielleicht finden wir hier noch so ein Port-Ding irgendwie. Oder gibt es nur in jeder Gegend ein Port-Ding? Jo, diese Laser von denen, ey. Laser immer tödlich. 30, ja, sag ich, du, hat sich doch gelohnt hier. Der Weg hierhin. Ich gehe ja, man sieht gar nicht auf der Karte, wo man ist. Man sieht nur, dass man halt in der Gegend ist, aber gar nicht genau wo, schätze ich mal. Noch mal hin und her porten und dann vielleicht ein bisschen Event da. Aber so ganz umsonst hergegangen hoffe ich nicht. So ein Portstein, so ein großer oder irgendwas. Geht zumindest in ein anderes Gebiet, würde ich hier reinkommen. Wow, 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 Alter, meine Gesundheit. Die sinkt. Wie der Wilde hier. Schauen wir, dass wir hier einen Portstein... Ah, da ist er schon. Und dann können wir ja theoretisch zurückgehen zur alten Dame. Vielleicht ist er dann aktiv. Und jetzt wird nochmal reloaded oder so die Gegend. Wir können eh in die Stadt gleich. So. Okay, dann können wir auch wieder... Können wir auch schon herporten. Inventar. Was ist das hier? Zauberschaden, nee, Nahkampflehre, Schaden, nee. Nee, nix Schönes dabei hier. Nahkampf-Angriffsgeschwindigkeit, sehr geil. Aber dafür Gesundheit halt weniger. Teleport, kurz Stadt, verkaufen wir das. Skill, ne, gehen wir zurück zur Dame. Vielleicht hat sie das Ding ja schon. Oh. Wieder neue Stadt. Hat jede diese Gegend eine neue Stadt oder was? Nee, da waren wir schon mal hier. Das ist nicht aufgedeckt. Ja. Ja, auf bald. So, also. Level 30. Kriegen wir da irgendwie mehr Punkte? Okay, jetzt haben wir 10 da rein, 5 da rein. Was müssen wir jetzt machen? Tanzen mit dem Tod 5-mal. Dann 8-mal das andere. Wow, okay. Tanzen mit dem Tod 5-mal. Was ist das? Du verursachst erhöhten Schaden. Dieser Bonus wird verdreifacht, wenn du unter 35% LP bist. Hast. Also nochmal hier. Panik, Stress, fast sterben. Bam, 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 bam. Okay. 5-mal. Kriegen wir hin. Hier. Weil ich mir das merken könnte, Alter. Bei ihm? Bei ihm nach dem dreimal ist jetzt das dran. Schon wieder. 2 von 4. Mistress of Decay. Das hier. In der Schnittergestalt verfällt deine LP immer langsamer und du verursachst erhöhten Schaden über Zeit. Gut. Das ist schön. Dann haben wir das hier. Inventar leer, Einstellungen,
Gameplay-Tastenbelegung ändern. Ich war noch nie hier drin. Ja, genau. Inventar. Wow, du hast nur 5 Sekunden Zeit hier. Ja, chillig. Ach, man kann sogar draußen ran, zoomst dich gar nicht, lol. Ja, das ist Elden Ring. Das ist Dark Souls, so spielen. Oh, wo sind die Bosse? Hoch getroffen. So spielen Psychose. Hm? Farewell. Was ist das für ein Kessel hier immer? Verbrennen die ihren Müll oder was? Haben die ja keine Müllabfuhr, eine richtige? Okay, lass uns zurück in die Stadt, wo wir hin müssen. Hierhin. Und zwar dahin. Ja. Stufe 26 ist das? Das müsste eigentlich hinhauen. Dies müsste ja eigentlich hinhauen. Schauen wir mal. Ich gehe jetzt einfach mal da rein, ist mir egal. Schau mal, wie der See in irgendeiner anderen Zeitepoche ist. Solange es nicht die letzte Epoche ist, alles gut. Diese Animation ist interessant. Ich dachte mir, hey, warum lädt es denn nicht während der Animation? Erkunde den verderbten See. Cool, gleich eine Sidequest bekommen. Beste. Hätte ich schon vorher machen sollen. Jetzt gehe ich den gleichen Weg, nur in einer anderen Zeitepoche. Das müsste so eine Art Endzeit sein, oder? Ach so, nur Imperial sogar. Das sieht halt so scheiße dunkel aus wie die Endzeit. Ich finde eigentlich die Dino-Zeit noch am schönsten bis jetzt. Weil je mehr es in die Zukunft gibt, desto beschissener schaut's aus hier. Usain. Jo, irgendwas Wildes hier. Achso, hier. Was haben wir denn? Mehr Ausweichen, Dexterity, Fertigkeit, weniger Rüstung, weniger Feuerbeständigkeit. Mehr Ausweichen schon zum Treffer, 1 Sekunde Hass zu erhalten. Klingt nicht schlecht. Aber so wenig Rüstung kriege ich ja voll viel Schaden hier. Warte mal, wie war das? Welche Taste? Boah. Ich habe keine Ahnung. Da gab's so eine Statistiktaste. Was ist denn ein Spielleitfaden? Okay. Ranglisten, soziale, Schmiede, passive Fertigkeiten, Inventar, Charakterfraktion, Karte in Quest, Beutefilter, Spielleitfaden. Ich habe irgendeine. Ja, ist egal, komm. Nope. Keine Geduld. Ich wollte diese eine Statistik da aufrufen, die Rüstung wechseln und wieder anlegen und zu schauen. Nur habe ich es gestern eh nicht gepeilt, was die Statistiken da sollen. Von daher wird es ja keinen Unterschied machen. Aber der Beutefilter hat mir das nicht, verboten, das aufzuheben. Ich habe jetzt dreimal eine Kuh gedrückt. Irgendwie ging das nicht. Jo, vielleicht kommt ja Loch Ness am Schluss. Das wäre. Hallo, Kuh. Vielleicht kommt ja Loch Ness am Schluss. Hier. Oh, wo ist denn der Elite, der das macht? Hier! Ach, der ist ja vom Anfang. Der ist immer noch da.
Und dann explodiert der auch noch. Noch einer. Und dann slowen die ein. Das ist der gleiche. Nee, das ist schon anders. Ich dachte vielleicht, die spawnen die immer und kommen dann wieder. Yo! Q ist momentan extrem Delay. Das finde ich total wild. Hier, ich habe Q gedrückt. Normalerweise kommt sogar Q zweimal. Was ist jetzt Q so delayed hier? Wo ist da nicht der See? Bin ich im See? Ist der See um mich herum? Laufe ich um den See herum? Das ist der See? Dieses Stück Scheiße,